Es liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft. Das ist zwar nicht das Eau de Toilette von diesem jungen Mann hier neben mir, sondern aus der Großstadt Berlin, die er nämlich mit hierher gebracht hat. Die Berliner Luft, das ist hier Marlin aus der Hauptstadt. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, also dein Set war wirklich amtlich, hat richtig ordentlich gegroovt. The Sound of Berlin, kann man das so beschreiben? Schwierig eigentlich. Inwiefern schwierig? Ich habe mich kurzfristig entschieden, ein bisschen anders Sound zu spielen als sonst. Ah, okay. Was wäre denn jetzt eigentlich dein offizieller amtlicher Sound? Ein bisschen mehr treibend, aber mehr im Podcast gespielt heute als alles andere. Ja, so habe ich es überhaupt nicht empfunden. Also es hat ja wirklich getrieben und natürlich für die Uhrzeit passend. Ja, finde ich auch. Genau. So, aber wenn wir jetzt schon hier bei deinem Set halt sind, erstmal ganz kurz generell gefragt, was waren eigentlich deine Ambitionen halt fürs DJing? Ja, schwierig. Bin schon ein paar Jahre dabei. Seit wann? Mit 17 angefangen. Er ist erst 19, ne? Also jetzt 36, also schon ein paar Jahre dabei. Und ja, kann man schwer erklären. Gab es für dich irgendwie so einen Schlüsselmoment? Ja, auf jeden Fall, den gab's. Und zwar als junger People, glaube ich, war damals 16 gewesen und es war 97 auf der Straße E. Und damals hatte Richie Hotten da gespielt, seine Sound FX und DFX Tour oder wie es sich damals nannte. Und es war 3 Stunden DJ-Set und 1 Stunde live. Und die 3 Stunden waren schon begeisternd und die letzte Stunde live war dann der Haareffekt eigentlich. Ah, okay. Dann, also wie gesagt, vielleicht ein bisschen, wie kann man das sagen? Ja, also Richie Horton hat dann, okay. Also ich wollte dann DJ werden, nachdem ich Richie gehört habe. Ja. Er hat dich angefixt. Ja, genau. Und das war, wie gesagt, 97, irgendwie auf dem Donnerstag auf der Straße E. Und dann, ja, seitdem, irgendwie, ich wollte das auch einfach mal probieren und dann irgendwie hängen geblieben. Okay, und jetzt bist du aber in der Großstadt nicht hängen geblieben, aber zumindest zugezogen. Was war die Triebkraft dafür oder beziehungsweise der Grund? Ich hatte bis 2005 quasi den Plattenladen in Dresden geleitet, das Select Records, und habe zu derselben Zeit die Telekollegen aus Berlin kennengelernt. Die haben mich gefragt, willst du mitmachen? Und ich habe gesagt, ja, mach mit. Und habe dann geschaut und es hat geklappt und seitdem bin ich dort und ja, das hat sich bis heute, ja, bin da geblieben und ja. Vielleicht erzähl mir mal ein bisschen mehr zu den Telekollegen. Die Telekollegen ist nicht bloß ein Label oder eine Musikfirma, sondern eine Veranstaltungscrew hauptsächlich. Und wir bauen quasi Bühne, Licht und Sound halt. Das ist unser Hauptaufgabenfeld. Apropos Telekollegen, da gab es irgendwie jetzt ja einen kleinen Rechtsstreit, oder den ihr aber ja gewonnen habt. Gar nicht so viel dazu sagen. Ja, haben wir hinbekommen. Hat ein halbes Jahr gedauert und jetzt haben wir es gerichtet. Gratulation. Dankeschön. War nicht so einfach. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, wenn man halt in einer Großstadt wie Berlin sich als DJ etablieren möchte, ja, man hat natürlich ein massives Angebot ja, an Clubs, aber genauso natürlich auch an DJs. Und wie hast du für dich den Weg gefunden, dich da zu etablieren? Erstmal natürlich sagen, Vitamin B, ne, ist immer ganz wichtig und ich kann nur jedem empfehlen, selbst Musik zu machen, selber zu produzieren, eigene Beats irgendwie zu machen und das dann vorzustellen und wenn sie gut sind, bekommt man auch Feedback und wird eingeladen. Ne? Also so als reiner DJ ist es schwierig, aber mit eigenen Produktionssachen, dann funktioniert es eventuell, ne? Gehört auch Glück dazu und ja, Vitamin B. Was ist denn jetzt in der nächsten Zeit bei dir, was steht auf dem Schirm? Also ich freue mich auf jeden Fall, betreue den Club Paula mit in Dresden und da sind jetzt, glaube ich, alle Farben und Huntemann ist jetzt da, jetzt war Marcel Detmann da und Miyagi. Das ist so mein Hauptaufgabenfeld und da betätige ich mich gerne. Na, da schauen wir doch auf jeden Fall mal gern vorbei. Ja, gerne. So, wir bedanken uns natürlich vielmals, Marlin, also für das Interview und natürlich auch für das unwahrscheinlich nette Interview. Und ich denke mal, wir gehen jetzt noch ein bisschen gemeinsam feiern bei ja, Jill Tanner. Ja, also, bis später. Tschüss. Ciao.